Herzlich willkommen im Stempelpalast. Im heutigen zweiten Teil meiner kleinen Schulanfangsreihenfolge möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Schulranzen erstellt habe. Ich habe ihn ja nach einer Vorlage von Heike Höhle-Bolze gebaut. Sie hat beim Blockhop so einen schönen Blockhop war nicht für Schulanfang, aber sie hat ein Schulanfangsthema gemacht mit Wimpelkette, mit allem Möglichen. Und ich fand diesen Ranzen einfach total schön. Und auch die Schultüte ist tatsächlich von ihr inspiriert, sodass ich einfach gesagt habe, ich baue das nach. Und ich hatte Heike gesehen auf dem Statistik und hatte ihr davon erzählt, dass ich das gerne auf meinem Workshop machen möchte. Und Heike sagte zu mir, ja, sie wollte auch noch ein Video drehen, wie man das gestalten kann. Und jetzt ist Heike im Urlaub, habe ich gerade gesehen. Und ich würde schon gerne eben auch ein Video drehen und mache das jetzt einfach. Und hoffe, dass ihr Spaß am Nachwerkeln habt. Und wenn ihr Lust habt, mal bei Heike vorbeizuschauen, dann setze ich euch ihren Link in die Infobox. Und wir starten einfach mit dem Ranzen. Ich werde den Ranzen in diesem Fall in Merlot-Rot gestalten. Ich habe in Merlot noch gar nicht gearbeitet tatsächlich, weil ich die Farbe für den Sommer ganz, ganz schwierig finde. Aber ich wollte jetzt nicht noch eine Farbe aus den In-Color nehmen. Ihr habt ja aus den In-Color schon ganz viele Beispiele gesehen aus dem Workshop, weil ich dort nur in In-Color habe basteln lassen. Und ich dachte, wir machen jetzt mal noch Merlot-Rot. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann Merlot-Rot mal verbasteln und ihr könnt es auch mal sehen. Ja, also wir starten mit einem Stanz- und Halsbrett für Geschenktüten, wie ihr hier an der Seite wahrscheinlich schon entdeckt habt. Das ist eigentlich eine Geschenkbox, eine Geschenktüte, und mit dem Brett werden wir heute arbeiten. Wenn ihr nicht wisst, mit diesem Brett umzugehen, ich verlinke euch nochmal oben das Video, wo ich dieses Stanz- und Falzbrett vorstelle. Damit werden wir auf jeden Fall jetzt arbeiten und wir machen eine M-Tüte, also 27,9 cm schneiden wir uns jetzt hier ab. So. Und wir lassen die lange Seite auch so, die kurze Seite so breit. Naja, die andere Seite unberührt. Ich bin heute schon im Laberflow. Ich habe schon das Grundlagenvideo für das Punchboard Giftbag Punchboard, also für das Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten gedreht. Ich habe allerdings auch schon 2 Stunden Telefonkonferenz hinter mir. Ich habe irgendwie heute Laberflash. So, also, falls ihr nicht wisst, wie damit umzugehen ist, dann schaut eben das Grundlagenvideo und dann können wir hinterher hier an der Stelle einfach weitermachen. Wie gesagt, wir machen eine M-Tüte. Das ist auch nicht schlimm. Könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr nicht sehen. Sekunde. Dass ich hier nicht weitermachen kann, weil wir schneiden das hier sowieso weg gleich. Das ist nicht so schlimm, dass man das jetzt nicht bis zum Ende durchziehen kann. So, dann wieder eine M-Seite.
Und hier wieder. Oh, ich habe keinen Schmackes mehr in der Arme. Ich muss gleich irgendwie erstmal was essen. Für Frühstück hat es heute Morgen noch gereicht. Nee, genau genommen war das heute schon heute Mittag. Und seitdem ist Ende im Gelände. Jetzt haben wir es gleich kurz vor 8. Jetzt könnte mal Armbrot anstatt kommen. Aber wir machen das hier zuerst zu Ende und dann zeige ich euch auch noch, aber das mache ich glaube ich erst nach dem Armbrot, wie ich die Mini-Schultüte gestaltet habe. So, das Board kann auch schon wieder weg. Jetzt nehmen wir uns kurz eine Schere. Die lassen wir noch mal da liegen. Und jetzt legen wir das hier an bei... Achso, ich drehe es noch mal einmal um, Entschuldigung. Damit ihr das auch sehen könnt, muss ich das hier alles ein bisschen hin und her rutschen. So, wir legen an bei 9 cm. Und jetzt kommt alles weg, oberhalb von 8 cm. Wir haben ja hier auf dem, hier oben drauf auch eine Einteilung. Die ist bei 8 cm und alles oberhalb kommt jetzt weg. Dann machen wir einen großen Schnitt. Und dann machen wir hier noch einen großen Schnitt. Nämlich von den 9 cm. Runter nach 0. Gut, da habe ich nicht ordentlich gearbeitet, weil ich nicht direkt oben drauf gucken kann, weil ihr da guckt. Also mache ich mal eben einen kleinen Schwupp hinterher. Das hier brauchen wir gleich noch. Nicht wegschmeißen, bitte. So, das es wird im Groben unsere Schultüte. Löcher brauchen wir keine. Als nächstes schneiden wir uns unser Designerpapier zu. Ich habe mich entschieden für Merlot. Ich bin ja so ein Ton-in-Ton-Mäuschen und das halbieren wir jetzt auf 7,5. Auch die zweite Hälfte machen wir auf 7,5. Und dann, jetzt muss ich noch mal eben einmal in meine Anleitung schielen. Machen wir aus diesem einen Ding einmal 8 cm. Und hier machen wir noch 2 cm. Die lege ich jetzt hier auf der anderen Seite an, damit die Anlagefläche hier größer ist. So, diese beiden Teile brauchen wir noch, zusammen mit diesem Teil. Und dieses hier ist über. Das legen wir mal zur Seite. So. Ach so, jetzt brauchen wir noch ich hoffe, ihr könnt die Knicke so ein bisschen sehen. Also hier ist das hier ist eine Seitennaht und die brauchen wir jetzt. Das heißt, wir legen in den ersten Falz. Und dann haben wir einfach ein Stückchen und dann habe ich die zweite Falz einfach weggeschnitten. Die brauchen wir nämlich nicht. Und jetzt brauchen wir 3 mal 1 cm. Da ist einer. Da ist noch einer. Und da ist der dritte. So, diese Teile brauchen wir auch noch. Das hier ist auch erstmal über. Da können wir später unter Umständen noch unsere Deko draus stanzen. Also, hier haben wir jetzt, das mache ich immer mit der Hand,
Ja, das können wir vielleicht auch mit dem Board machen, damit es für euch besser verständlich ist. Ich muss mal eben gucken. Ja, das sind auch 1 Zentimeter, würde ich sagen. Ja, machen wir einfach 1 Zentimeter und auch nochmal 1 Zentimeter. Ich habe das in den im Workshop alles so Pi mal Daumen machen lassen, auch wie die Teilnehmer das schön fanden. Das sind nämlich jetzt diese Schlupsis hier, die wir gerade geschnitten haben. Die sind jetzt also noch ein bisschen schmaler tatsächlich. Und ich glaube, wenn ich das so sehe, sind sie zu schmal. Obwohl, doch, es geht. Wir lassen das einfach so. So. Jetzt nehmen wir uns den Eckenabrunder und runden bei diesem Teil hier die Ecken ab. Und bei dem großen Papier auch. So. Dann können wir das schon mal aufkleben. Und zwar klebe ich das hier vorne richtig an die richtige Stelle. Dann entsteht hinten ein Stück frei. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn wir haben hier noch 2 Zentimeter geschnitten. Die kommen da jetzt einfach hinten dran. So, und wenn ich euch das jetzt nochmal zeige an der anderen Schultüte, da habe ich das auch gemacht, aber es fällt einfach kaum auf. Erstmal kommen da gleich ja noch die Träger oben drauf und das ist vorne, also es fällt kaum auf, dass hier hinten halt so ein bisschen angeklebt wurde. So, dieses Stück kleben wir noch nicht auf, da müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit machen. Die machen wir nämlich jetzt zuerst. Und zwar nehmen wir jetzt einen Lochwerkzeug. Ich mache das hier mal eben zu. Und pieken jetzt 2 Löcher da rein. Am besten ohne Unfall in den Fingern. Wenn ihr noch unsere alte Zange habt, dann könnt ihr die auch gerne nutzen. Und wenn ihr noch die Lochzange habt, die noch im Katalog ist, auch die könnt ihr gerne benutzen. Funktioniert alles. Hauptsache, wir kriegen ein Loch. So. Da haben wir 2 Löcher. Ich glaube, das mache ich noch ein kleines Tickchen größer. So. Und dann haben wir von Stamping Up Brads im Katalog. Spreizklammern heißen die, glaube ich, im Katalog. Ich hatte hier schon mal was vorbereitet. Ja, Spreizklammern. Ich kenne sie immer nur unter Brads. Hier sind sie. Gibt es einmal Basic mit den Farben Calypso, Flüster, Weißmarine, Blau und Minzmakrone oder Metallfarben, ne?
Und ich habe beide, aber ich habe mich jetzt heute entschieden, kleine Weiße zu benutzen. Die haben wir hier. Diese können wir jetzt da reinmachen, in diese neu entstandenen Löcher und biegen die hinten einfach um. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Vor allen Dingen mit so langen Nägeln wie bei mir. So, jetzt haben wir ihn aber. Müsste auch schon lange wieder da gewesen sein, aber ich hätte gerne zu meinem Geburtstag die Nägel schön. Das passt sonst nicht mehr zusammen. So. Genau, und man kann, also hier sieht man das, dass man die nicht verstecken kann. Und ich nehme dann immer eine von den doofen Scheren. Und dann kann man das Ende hier einfach so ein bisschen abzwicken. So, dann sieht das nämlich auch keiner mehr. So, dann brauchen wir Magnete. Die habe ich hier. So. Je zwei, also vier Stück insgesamt. Und da ziehe ich jetzt einmal die Trägerfolie ab, einmal lasse ich sie dran. Und klebe sie quasi von hinten gegen unser Stück gegen. Könnt ihr das sehen? Da klebt er jetzt. Das machen wir natürlich auch mit beiden. Ist nur schwierig, wenn die Zange auch, also die Pinzette auch magnetisch ist. Schwupp. So, da kleben sie jetzt. Und jetzt machen wir auf die andere Seite von dem Magneten ein bisschen Tombow. Und kleben jetzt den Nupsi hier drunter. Den anderen Nupsi kleben wir dann auf der anderen Seite unter. So. Dann warten wir eine Sekunde, dass der Tombow anzieht. Und nun können wir anfangen, unseren Schulranzen ein bisschen in Form zu bringen. Und können ihn schon zusammenkleben, indem wir hier auf unsere Klebelasche auch Tombow draufgeben. Und ihn einfach zukleben.
So. So weit sind wir jetzt. Jetzt können wir hier oben die Seiten eindrücken und können mit einem Falzbein unserer Schnalle oder unserem Überwurf oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein bisschen in Form helfen, indem wir hier einfach schon mal so ein bisschen man kann das im Endeffekt auch ohne, ich habe es im Workshop immer ohne gemacht, einfach so ein bisschen mit der Hand ihm schon mal so in die richtige Richtung helfen. Und jetzt kannst du für dich frei entscheiden, ob du die Box weiter offen lässt oder ob du sie weiter schließt, ob du den Ranzen tiefer zumachst oder ob du ein bisschen Luft lässt, wie du das schön findest. So bauen wir das jetzt quasi dahin. Und dazu ziehen wir hier die Schutzträger ab. Dann fasse ich von unten da rein. Und schließe sie dann da, wo ich es gerne haben möchte. Ihr müsstet bitte darauf achten, dass ihr jetzt hier nicht irgendwo übersteht, dass das einfach gerade ist. Und dann drückt ihr die Magnete quasi auf den Cardstock. Und dann könnt ihr es wieder aufmachen und habt die Magnete genau da sitzen, wo der Schulranzen dann zugehen soll. So, jetzt ist der Zeit gekommen. Jetzt können wir das letzte Designpapier aufkleben. Passt übrigens nur in eine Richtung, weil das Stück ist 7,5 mal 8. Andersrum wäre an der einen Seite zu viel Luft und an der anderen Seite nichts an Luft, weil 8 cm ist die Box nämlich auch breit. So, jetzt machen wir unten zu. Und zwar falte ich dazu immer erst die Seiten rein. Und gebe dann auf den hinteren Teil der Seiten so einen kleinen Klecks am Rande einfach nur und knicke dann hoch, habe ich jetzt vergessen, muss ich einmal vorknicken. So, knicke dann hinten da drauf. Versuche, dass das ein bisschen gerade ist und drücke dann von innen einfach mit den Fingern ein bisschen dagegen. Und wenn der Tombow ein ganz bisschen angezogen hat, dann mache ich das Ding zu. So. Und stelle dann eine Handstanze da rein, die mit dem Gewicht jetzt den Tombow anziehen kann. So, dann können wir die einen Moment zur Seite stellen und widmen uns jetzt hier den Bügeln. Das habe ich auch mit den Fingern gemacht. Ich habe einfach hinten hier so einen Zentimeter und hier so einen Zentimeter umgeklappt und habe dann angefangen, das hier so über die Finger zu ziehen. So, das wird gleich der Bügel für oben drauf. Und bei diesem hier habe ich auch erst einen Zentimeter umgeklappt. Dann an der anderen Seite einen Zentimeter umgeklappt. An dem zweiten Stück auch auf der einen Seite einen Zentimeter umgeklappt. Und dann habe ich sie, weil ich das ja hier Freihand mache, aneinander gehalten, damit sie auf dem Rücken gleichmäßig aussehen. Und habe dann hier alles umgeklappt, was jetzt quasi über ist, damit sie dann annähernd gleich aussehen, weil das ja auf dem Rücken netter ist. So. Die habe ich dann nur ein ganz bisschen in Form gedreht.
Dann haben wir das auch schon mal fertig. Was wir gerade auch noch machen können, ist mal eben den Spruch. Ich habe mich entschlossen für einen Spruch aus dem Set Grüßevoller Sonnenschein. Es gibt in diesem Set den Spruch zur Einschulung. Den benutze ich jetzt mit Merlot-Rot. Natürlich. Hab jetzt einfach flüsterweise einen Cardstock. Da kommt drauf zur Einschulung. So, blöderweise, die Handstanze, die wir jetzt brauchen, steht gerade im Schulranzen. Aber eigentlich müsste der jetzt auch schon angezogen sein. Ja, prima. So, zack. Na? Wenn die so auseinanderdrängelt, kann man einfach hier nochmal ein bisschen nachfalten. Eigentlich sind die Magnete stark genug, als dass sie das zuhalten können. Genau. So, dann können wir oben den Henkel draufkleben. Wie gesagt, nur ein bisschen Tombow, das soll nicht an der Seite rausquillen. Und dann warten wir noch wieder einen Moment, bis der Tombow angezogen hat. So. Und dann hier hinten machen wir das genauso. Hoch. Kleben erst einen auf. Vielleicht darauf achten, dass man nicht ganz so glatt ist, damit hier hinten hoch. Zu früh abgezogen hier. damit hier hinten die Träger noch ein bisschen abstehen. Das hatte ich hier bei diesem hier. Sind sie noch sehr glatt. Und dann den anderen einfach jetzt an dem einen ausrichten quasi. Ne? Das nehme ich, wenn ich ausrichte, immer gerne eine Pinzette zu Hilfe, damit ich einfach in Ruhe gucken kann, wo ich so stehe, ohne dass ich mit den Wurstfingern da mir zu viel die Sicht verbaue. So, soweit sind wir schon mal und jetzt greifen wir nochmal zurück auf die Reste von der Schultasche, die wir abgeschnitten haben, wo wir uns schon mal dran bedient haben. Da können wir uns jetzt gleich weiter bedienen. Das ist der eine Streifen, den wir noch nicht benutzt haben. Da schneide ich jetzt einfach zwei von diesen Etiketten raus. Und hier gibt es dieses zur Einschulung. So. Und dann habe ich hier Tombow drauf gemacht. Und das Merlot-Rote quasi bis zur Hälfte geklebt. Das zweite Merlot-Rote von der anderen Seite dagegen geklebt.
Ja, jetzt ist es schief, das ist der Vorführeffekt. Gut, aber ihr wisst vom Prinzip her, wie es geht. Dann habe ich hier noch zwei Dimensionals genommen. Die kleben hier so drauf. Trägerfolie wieder ab. Und dann kommt der Entschulungsaufkleber da noch drauf. Und dann sind wir schon fertig mit unserem kleinen Rucksack. Zur Einschulung kann jetzt mit ein paar Süßigkeiten oder ein bisschen Geld befüllt werden, je nachdem, wie ihr möchtet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Heike, dass sie mir die Idee weitergeliefert hat und ich meinen Workshop so machen konnte. Und in meinem nächsten Teil zeige ich dir, wie ich die Mini-Schultüte gemacht habe. Für heute wünsche ich dir noch einen tollen Tag und bis bald. Tschüss! Thank you.